Wann kommt endlich die Grundrente? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Der Hickhack zur Grundrente geht weiter. Die Wahlen in Sachsen und Brandenburg sind gelaufen, die etablierten Parteien haben deutliche Verluste eingefahren. Die AfD hat dazu gewonnen. Die SPD hat vor den Wahlen vollmundig versprochen, die Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung wird kommen. 2,9 Millionen Menschen sind davon betroffen oder würden davon profitieren, alleine ca. 750.000 in Ostdeutschland. Hinter der Grundrente verbirgt sich nichts anderes, als dass der Versicherte, der 35 Jahre gearbeitet hat oder Kinder erzogen hat, hier eine Aufstockung der Rente bekommt, wenn er weniger Entgeltpunkte als 0,8 Entgeltpunkte pro Jahr im Schnitt nachweisen kann. Die SPD will diese Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung, also ohne Anrechnung von eigenem oder fremdem Einkommen. Die CDU besteht auf eine Bedürftigkeitsprüfung. Mitte August 2019 hat sich die Große Koalition im Koalitionsausschuss nach dem Urlaub darauf geeinigt, eine Arbeitsgruppe einzusetzen, die einen tragfähigen Kompromiss erarbeiten soll. In einer Wahlkampfveranstaltung vor den beiden Landtagswahlen Sachsen und Brandenburg, zu der ich auch eingeladen wurde von der SPD in Leipzig, sagte die parlamentarische Staatssekretärin Frau Griese vom Bundesarbeitsministerium für Arbeit und Soziales, dass die Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung komme. Hubertus Heil, ihr Chef, geht weiter davon fest aus. Auf Nachfrage von interessierten Bürgern, wie sie sich da so sicher sein könne, antwortete Frau Griese, dass sie keinen anderen Weg sehe, als dass die Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung kommen wird. In Wahrheit, und dies weiß auch Frau Griese, steht noch gar nichts fest. Vielmehr wird die Arbeitsgruppe einen Kompromiss erarbeiten müssen, denn wir sind in einer Demokratie und ohne Kompromisse geht es da wahrscheinlich nicht. Dieser könnte nämlich darin liegen, so habe ich gehört, dass möglicherweise bei der Grundrente eine Einkommensanrechnung stattfindet, so ähnlich wie bei der Hinterbliebenenrente / Witwenrente. Die CDU-Chefin drängt auf eine Einigung bei der Grundrente bis zu den Landtagswahlen in Thüringen zum 27.09.2019. Wir werden sehen, wie die Grundrente geregelt wird und ob sie überhaupt kommt, denn das steht noch gar nicht fest. Sollte die Grundrente nicht kommen, dann können Sie als Wählerinnen und Wähler in Thüringen entscheiden, was das Wort der Politiker in unserem Land überhaupt noch für einen Wert hat. Näheres zum Thema Grundrente finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.